herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der Firma BK Performance und zwar ist Dino Day angesagt. Wir haben sowas früher häufiger gemacht, jetzt länger nicht. Deswegen finde ich es umso geiler, dass Benny gesagt hat, alles klar. Samstag. Geile Nummer. Wir machen die Butze voll. Die Butze ist voll. Polizei spielt mit, alle spielen mit. Wir waren ja gerade noch in Oschersleben, deswegen habe ich Tom gleich eingepackt, Tom Schütze. Und sein M3 kommt heute auch auf den Prüfstand. Allerdings nicht nur bei Benny auf den normalen Prüfstand, sondern wir haben auch hier einen Radnabenprüfstand hier. Das heißt, ihr seht jetzt gleich erstmal Toms Auto drauf und danach haben wir den Oma Golf mit und werden tatsächlich mal gucken, was Oma Golf hier so drückt. Also wird auf jeden Fall wild. Bin gespannt, was so geht. Weil wir haben Oma Golf seit dem letzten Event weder gefahren noch rausgeholt. Das heißt, wir wollen erstmal gucken, mit wie viel Leistung sind wir letztes Mal gefahren, wenn alles funktioniert. Und wenn es optimal läuft, können wir noch ein bisschen hochschrauben. Aber ich würde sagen, let's do it. Hallo, ungewohnter Anblick auf eurem Kanal, ne? 8 Zylinder, kein Turbolader, ey. Ist doch was kaputt. Aber was hast du jetzt dran gemacht? Gemacht ist jetzt, eigentlich sind nur Schricknocken drin, 284er Schricknocken. Und ansonsten ist er Serie. Software drauf, ja gut, die Airbox. Also weißt du auch nicht, was er circa an Leistung hat? Nee, also wir haben ihn mal gemessen, wo er ohne die Nocken war. Aber das war, ich sag mal, auf dem Prüfstand, der schon sehr positiv angezeigt hat. Und da waren es 4,67 oder so. Aber das hat er einfach nicht. Also hat er nie gehabt. Wenn er heute 4,50 steht plus, dann wäre es geil. Aber ich glaube es nicht. Also ich denke, es wird irgendwas zwischen 4,40 und 4,50 stehen. Das wäre schön. Aber unter 4,30 oder 4,40 glaube ich eigentlich nicht. Dafür läuft das zu gut. Sauna wurde erstellt, ne? Kann man sagen. Aber das ist ja nicht das Diagramm, oder? Doch, doch. Also ja, hier sind so ein paar Schaltvorgänge und so weiter drin, ne? Aber das hier ist schon die Kurve. Das ist Power oder? Nee, Power. Ne? Das ist Power und das Drehmoment. 408 PS bei 8561 Umdrehungen. Aber jetzt muss man sagen, andere Radnabe. Ja, nicht Motorleistung. Ich find's stark. Find's ja, ich kann es nicht einschätzen, weil ich immer nur Motorleistung höre. Nein, deswegen, aber ich müsste jetzt mal gucken, was auf meinem alten Diagramm drauf steht. Realistisch 20, 30 PS ja, wären mindestens 30 bis 40. Genau. So, in dem Dreh. Und du darfst nicht vergessen, man sieht es daran, wie wir schwitzen. Hier drin sind ja locker 30 Grad. Ja, hier ist ja auch krass heiß. Vorhin gerade durch diese ganzen Fahrten kommt ja kaum noch Sauerstoff vorne hin. Ne? Ja, und auch noch in der Ecke. So, deswegen, also ich find's immer gut. Ich zeig gerade dem Polizisten den Fahrzeugschein. Er sagt nach dem zweiten Zeile hätte er den zurückgegeben. Ja, also, reicht nicht. Kein Bock drauf. Jetzt nochmal Rad oder wie? Nochmal dein. Ja, messen wir mal Motorleistung. Was auf jeden Fall. 408 an der Radnabe sind. Theoretisch müssten es bestimmt nochmal so 20, 25 mehr sein. Waren das jetzt Rad oder hatten wir hochgerechnet gemessen? Nee, war Rad. War Rad? Müssen wir gleich nochmal gucken, weil nicht, dass wir doch Korrektur anhatten. Aber das können wir ja gleich nochmal gucken. Okay. Das wäre traurig. 408 Motorleistung. Ja, gleich wissen wir es ganz genau. Ja. Ich lasse den jetzt gut durchkühlen, 2-3 Minütchen und dann. Also Sound, Performance, Verhalten geil. Okay. Wie viel hat er? 4,35. Ist aber doch gut getippt. Vor allem ist halt wirklich warm hier drin, muss man einfach so sagen. Ne? Das heißt 408 am Rad, 435 jetzt sind 27 PS Verlust. Geil. Was, ne? Ja, komm mal. 435. Richtig top. Das ist echt saftig. Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, so ein Ding hat sonst 380. Ja. Also 420 sollen wir haben, 380 maximal. Das heißt, das stärkste, die bis jetzt gesehen habe. Ja, absolut. Wir auch. Selber bis jetzt, ne? Krank. Absolut. Richtig gut. Aber was wiegt die Karre jetzt? Vielleicht auch damit was zu tun. 13,50. Er kennt sich, dann wollte ich sagen, Philipp ist so einer, mit Gewicht kennt er sich mittlerweile aus. Und das glaube ich auch, das hat jetzt mit Gewicht was zu tun. Ja, die Leistung nicht. Ja, die Leistung nicht. Aber Leistung das ist schon, nicht. Ey, das ist das Auto gut fährt, klar. 13,50 wiegt der. Ja, guck. Schön heftig. Nicht gut. Ja,
der Prüfstand ist echt, ne? Ja, das ist jetzt, da kann man jetzt sagen, 4. Nee, der ist richtig echt. Und ja, du darfst nicht vergessen, hier drin sind 30 Grad. Ja, das war so. Wenn du heute Morgen, wenn du heute Nacht nochmal messen würdest, würde der 4,50 haben. Also meinst du, das macht so viel aus beim Sauger? Ja, doch, schon. Ja, grad, ist egal, ob Sauger oder Turbo, ist immer gleich, weil es geht ja mit Luft, die dann saugst. Wenn die kalte warm ist. Ja. 4,35, geil. Jetzt Oma Golf anbocken, aufbocken, anbocken. Dann geht's los. Also, Oma Golf ist aufgebockt. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, Felge ab, Adapter drauf und hier der Prüfstand dran. So. Das heißt, alles, was jetzt aus dem Getriebe rauskommt, geht 1:1 über die Antriebswellen hier drauf. Benni wird die Messung machen, ich setze dich mit Laptop rein. Und ich setze die Ohrenschützer auf. Du setzt die Ohrenschützer auf, du filmst von außen ein bisschen. Leichte Schwierigkeiten, das Ding da zum Laufen zu bekommen. Hat jetzt aber funktioniert. Waren jetzt 847 PS am Rad schon mal. Also an der Radnabe. Bei ungefähr 2,4 Bar. Also ist, ich hätte gedacht, dass schon ein bisschen mehr kommt. Aber es ist auch schon mal besser als 500, die wir am Anfang erstmal gesehen haben. Aber das Problem ist, hier steht die Luft drin. Wir brauchen hier erstmal ein bisschen Sauerstoff wieder in der Bude und dann machen wir gleich weiter. Okay. Ich gucke in der Zeit einmal den Lok. Sieht aber soweit gut aus. Er hat wirklich wie angenagelt 2,4 Bar gemacht. Wir hatten Lambda 0,78. Das hat alles gepasst. Abgastemperatur war okay. Klopfen war grenzwertig. Aber es war schön. Also, 998 PS am Rad, nicht am Rad, an der Radnabe. Das waren jetzt ungefähr so, wie wir auf dem Event gefahren sind. Das heißt, diese 1050, die wir geschätzt haben, dass das Auto beim Event hatte, kommt schon gut hin. Definitiv. Dafür, wenn ich mir jetzt überlege, hier ist es jetzt warm, da war es kälter, Fahrtwind und alles, das passt schon. Waren jetzt aber 3,2 Bar. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob noch was kommt. Das heißt, ein bisschen Taktung nach oben soll. Das waren jetzt von der Taktung her, reden wir jetzt gerade von 42%. 42% Taktung, das heißt, da haben wir nach oben noch ein bisschen Luft. Was allerdings nicht heißt, dass auch Leistung kommt. Nur mal abwarten. Also, ist ein bisschen verhext heute. Jetzt haben wir Druck stellen können, war da. Allerdings ist tatsächlich die Fußmatte unter das Pedal gerutscht. Das heißt, er hat nur 80% Drosselklappe aufgemacht und bei 80% geht die Drosselklappe natürlich unter Volllast zu, weil die Luft natürlich voll gegenströmt und am Ende war sie nur 65% offen. Das heißt nicht, dass jetzt hier 200 PS kommt, aber wir wollen noch einmal auf jeden Fall mit 100% TPS. War wieder Matte unter der Fuß. Das war nur eine Geschichte aus dem Paulanergarten, oder nicht? Nein, ist kein Spaß. Ja, und jetzt? Und dann geht die Drosselklappe zu, weil ja, wenn sie nicht ganz aufsteht. Ja, und jetzt? Ja, jetzt haben wir Fußmatte mal weggezogen. Jetzt müsste X-Fact, ist diese Geschichte wahr oder frei erfunden? Komm. Hoffe, jetzt passt alles. Wie klingt das so von außen? Wie ein Düsenjet. Also, kurz Zusammenfassung, jetzt hat er 100% gemacht, das was er machen sollte. Ich habe im Lauf davor, weil ich ein Schisser bin, ein bisschen Zündung rausgenommen und der Motor wurde tatsächlich lauter vom Klopfen her, weil wenig Zündung ist nicht immer unbedingt gut. Also Zündung draufgelegt, ein bisschen mehr gemacht, wurde ruhiger und hat jetzt wirklich 3,5 Bar gemacht. Und 3,5 Bar waren jetzt diese 1026 am Rad, glaube ich, ne? An der Radnabe. Ja.
Also unser Ziel 1000 am Rad haben wir erreicht. Ich persönlich hätte gedacht, dass es eher in Richtung 1100 geht, aber man sieht, es ist wirklich warm in der Halle hier heute. Plus wir haben kein Gebläse, was von außen ansaugt, sondern das ganze Gebläse zirkuliert die Luft nur hier drin. Alles okay, alles gut. Aber ich gucke noch mal ein bisschen Lok, vielleicht finden wir. Also die Vernunft hat leider nicht gesiegt. Nein, was sollen wir das Ding jetzt wegstellen und wieder 2 Jahre drüber grübeln, ob noch mehr gehen würde? Wir haben eben gerade eine Kerze rausgezogen, ich blende mal ein Bild ein, die sieht wirklich einfach perfekt aus. Weil nur weil das Steuergerät so ein bisschen sagt, hier und da könnte was klopfen, heißt es nicht, dass da was klopft. Und die Kerze sagt definitiv nein. Das heißt, wir werden jetzt probieren, noch mal ein paar Pesen rauszukitzeln. Jetzt muss man auch dazu sagen, ist es endlich mal ein bisschen kälter hier drin. Es ist wieder ein bisschen Sauerstoff in der Halle. Wir machen jetzt Folgendes. Max-Leistung war so immer den ganzen Tag über zwischen 7 und 7,5. Eigentlich müssten wir die Nockenwellen verstellen. Machen wir aber nicht. Das heißt, wir werden genau in dem Bereich nochmal 2 Grad drauflegen und nochmal ein bisschen mehr Taktung ladertechnisch machen. Und eine bessere machen. Drehzahl können wir rausnehmen. Wir brauchen gar keine 8,5 mehr drehen, weil kommt eh nichts mit der aktuellen Stellung, weil die Kurve hinten schon abfällt. Das heißt, da brauchen wir den Motor gar nicht belasten, sondern konzentrieren uns jetzt auf den Bereich kurz, wo die Leistung da ist. Und dann gucken wir, was passiert. Wir haben übrigens Beifahrer hinten drin. Die kannst du als erstes mal interviewen. Ich hab so ganz locker gesagt, es lohnt sich, sich hier hinten reinzusetzen. Es ist halt wirklich, hier ist so ein Hass in diesem Auto und du denkst, es dreht in den Ladedruck rein und das geht nicht mehr und dann dreht es noch weiter und noch weiter und du denkst, gleich fliegt es auseinander und dann dreht es noch weiter und dann in den Begrenzer rein, hier drin schallert alles. Also wirklich. Du denkst halt so dreimal, jetzt ist gleich Plus ja. Und es geht aber immer weiter. Ja, also jetzt machen wir aber tatsächlich Schluss. 1072, mehr ist jetzt auch nicht zu holen. Lader ist definitiv am Ende, waren jetzt 85% Taktung, kommt aber nicht mehr, waren weiterhin 3,5 Bar. Wir haben nur noch ein bisschen Lambda und Zündung zurechtgeschoben und haben jetzt eine richtig schöne Bilderbuchkurve hier mit 1072 PS. So. Radleistung, ne? Radleistung. Ja, ja. Verwechseln dann ja viele, weißt du, die hören. Aus, genau, Radleistung. Da sind ja auf jeden Fall über 1100 PS Motorleistung, oder? Ja, das Problem, also wenn du das auf einem normalen Prüfstand messen könntest, kommt ja immer, da reden wir von Motorleistung. Die Motorleistung wird aber errechnet, weil der Prüfstand misst auch nur die Radleistung. Und dann errechnet er über die Verlustleistung der Reifen und beim Ausrollen lassen, wie viel es am Motor ist. Das heißt, es ist eigentlich nur eine geschätzte Zahl. Radleistungsmäßig bei so einem Prüfstand mal eine 1000 zu drücken, bist schon wirklich gut vorne dabei. Deswegen. Also das passt schon. Der Geile ist auf jeden Fall, dass alles gehalten hat, funktioniert hat. Wir können das Ding tatsächlich auf den Anhänger fahren, wegstellen. 1072, mehr geht nicht. Ist möglich. War ausprogrammiert jetzt auch hier. Ja, aber geil. Hat Spaß gemacht. Kann man mal nachlegen, ne? Nee, also jetzt nächster Step wäre tatsächlich, man müsste ladertechnisch noch größer gehen. Achso, man muss dazu sagen, haben wir es Anfang des Videos gesagt, wir haben nicht das Abgasgehäuse drauf, wie wir auf dem Race gefahren sind, sondern eine Nummer kleiner, weil das ist bei Marius drin. Also ist auch deutlich kleiner, aber ist egal am Ende. Egal, hat gebockt, hat geschallert, hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Das ist geil, ich finde es gut. Tom fährt nach Hause, wird erstmal drüber nachdenken, doch halbe Meile Auto zu bauen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich fände es geil, sowas mit richtig Druck. Vor allem am allersympathischsten finde ich halt Bennys Begrenzer. Also das Höchste, was wir jetzt gerade hatten, waren 9,1, ne? Also da muss Benni mal kurz ein bisschen zu lange im Begrenzer drin gestanden haben gerade. Nee, alles gut, alles geil. Danke fürs Zuschauen, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.